Servus, Glück auf. Und jetzt hier willkommen zu einer Variante vor Rast. Leute, bin gerade am Frühstücken, bin gerade von der Arbeit heim. Dort mehr Farms ein bisschen, machst ein bisschen Bäume. Und da fällt dir einfach ein Airdrop. Oder da hat die mehr. Gehst mal eben hin. Kann er da ist, sind nur mit mir jetzt 5 Spieler auf dem Server. Leider wäre nur Scheiße drin. Schade. Wäre ein schöner Start gewesen. Okay, die sind aber nicht auf mich, die Schüsse. Da ist gerade noch einer hier. Okay. Ja, geht noch nicht mal der Puls hoch, ne? Weil links drin war. Schade. Expo Moon hätte mich ja schon gefreut. Ich hätte jetzt nicht mehr irgendwie, ja gut, 100 IQ kannst du immer mal rauchen. Ja, ich wollte eigentlich eben essen und dann wollte ich mal gucken, was unser Revolver sagt. Scientist oder ist ein Spieler gefolgt? Kann ich nicht vorstellen, dass mein Scientist so weit folgt, oder? Gehen wir gleich mal gucken. Hey! Spieler. Ich würde sagen, do it. Ich muss eh gleich erstmal was craften. Wollen wir mal nicht loslegen? Gucken wir mal, ob er noch rumpimmelt hier. So, ich hoffe, ich habe kein Echo drauf. Dann mich Sound noch über Boxen. Hab ich jetzt mal eben umgesteckt. Do it. In welche Richtung schießt er? Ey, ernsthaft, guck mal, da läuft einer rum. Ein Scientist, okay. Ich dachte mir, gehst du schön rauf. Na, easy peasy, kannst du auch deinen Airdrop rufen. Will nichts los sein. Seht, irgendein Affe ist immer da. Er kommt. Läuft da, ey. Alter, ein Bodyshot und ein Headshot. Mit dem Bow. Ich kriegst du gleich wieder mit den Nägeln in die Fresse.
Pfeife, ey. Keine Ahnung, wo ihn ist. Junge, ich wollte nur ein bisschen Holz farmen eigentlich. Schade. Ein Hit hätte wahrscheinlich noch gefehlt. Ich guck gleich mal. Weil ich dachte, er bleibt da im Busch schocken, aber anscheinend ist er weitergerannt. Feigling. Wer immer du warst, Feigling. Für den Fight zu Ende, Alter. Jetzt bin ich sagen, dass du nichts im Heilen bei hattest. Vielleicht hockt er noch im Busch, vielleicht greift er irgendwie an. Ansonsten Feigling. So schnell konnte ich jetzt nicht gucken. Ich dachte, es kann weiterlaufen, wenn ich gucke, aber es scheint nicht zu gehen. Ja, schade. Wie gesagt, ich mache jetzt trotzdem hier ein bisschen Holzen. Na komm, komm, da ist mir wurscht. So, 24. Ja, ein Hit noch, dann wäre er umgefallen. Kann mir nichts erzählen, wenn er einen Suit anhatte, dass er nichts zum Heilen bei hatte, oder, ne, zum Airdrop geht oder was. Naja, gut, Leute. Okay, weil ich mache nochmal eben zwei Bäume. Vielleicht kommt er ja nicht nochmal wieder. Ansonsten mache ich dann gleich erstmal einen Cut. Ich werde erstmal in Ruhe was frühstücken. Ich werde meine Picke holen, ich mache mal den ganzen Stein hier weg. Wie gesagt, ich gehe auch nur als Nackter mit dem Bow. Ja. Ich passe schon. Oh, jetzt sag ich mir, ich habe keine Picke hier. Oh Mann, ey. Schiff ist auch da. Guck mal, da hätten wir auch drauf gehen können jetzt. Oh Mann, ey. Das kommt das jetzt gerade erst oder haut's ab? Alle drei Kisten mehr in langer Zeit. Sollen wir es riskieren heute? Sollen wir das Frühstück verschieben? Armbrust hätte, Alter. Das wäre natürlich der grüne Abschluss. Eigentlich wollte ich nur nach einem Nägern. Ist das hier mit 15? Zack. Wieder ein Airdrop. Alter, was ist denn los? Warum habe ich denn auch kein Messer? Ich habe gar nichts, ey.
Ja, du jetzt. Mann, das wird so eine Chaotenaktion hier. Aber hey, wenn nur vier Leute da sind, da hast du ja nur maximal, also vier Leute plus mir, also maximal vier Gegner. Ja, super Spiel. Geh mir jetzt nicht auf den Bongo, Alter. Noch ein bisschen was zu essen mitnehmen sollen. So, was ist denn jetzt los hier? Na super. Ist das Schiff weg oder was? Die ganze Aufregung umsonst? Oder ist es gerade hier an irgendeiner Ecke? Wieder legendär, ey. Nein, das ist das Schiff. Alter, ich laufe komplett verkehrt. Da muss ich hin. Müssen wir ein Boot cachen? Ein bisschen wenig Heilung jetzt mit und so, aber. Gut, dank Maiko seinem Video wissen wir ja, dass sich Scientists Stoff geben, wenn wir sie töten. Obwohl ich eigentlich nur reinraschen will. Die beiden Scientists unten töten und ich loot nur unten durch, das reicht mir eigentlich. Muss da jetzt gar nicht irgendwie mich mit 20.000 Scientists anlegen. Da habe ich gar nicht die Ruhe für jetzt nach der Arbeit. Bin ich auch viel zu müde. Aber meistens, wenn ich irgend so einen gewissen Müdigkeitsgrad habe, bin ich ja vom Aim her am besten. Von daher läuft's. Frage ist halt nur, ob ich es noch schnell genug eingeholt kriege. Könnt auch fliegen, ey. Aber auf dem Schiff landen? Nö. Das kriege ich gar nicht in der Mija. Das Ding noch nie geflogen, nur einmal in diesem Update-Video. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier ein Boot liegt und ich es noch eingeholt kriege. Spätestens an der Ecke wird es ja ein bisschen langsamer, ne? Kann natürlich auch schnell vorbei sein, wenn da irgendwie schon einer ist oder was weiß ich was. Ja, natürlich hier an der Monster Base, ey. Da ist der Kahn. Ach Spiel, Alter, jetzt gib mir doch ein Boot hier, ey. Da ganz hinten beim Bär. Oder ist das nur ein Holz? Da ist ein Boot. Was muss ich ihr denn nicht weit schieben, ey? Da hinten ist ein Boot. Also, genau, ja, die Viecher, Alter. Boah, ich weiß nicht, ob ich es noch eingeholt kriege oder ob ich dem andersrum entgegenfahren soll. Ja, bring den Bär wieder hier hin oder was? Los mit euch. Wolf auch noch, Alter. Ja, drück. Ja, da ist jetzt wieder so eine Hauruck-Aktion, die eigentlich nichts werden kann. Aber hey! Was soll's? Ja geil, sehe ich also nicht mal mit den Wellen hier, ne? Was soll's, Leute?
Guck mal, da steht eine Base mitten im Wasser. Alter, hier ist was los. Ich wollte eigentlich nur eben eine halbe Stunde, ich wollte halt nach meinem scheiß Revolver gucken. Weil das Versteck wird ja hochgekommen sein. Hätte mir dann gedacht, komm, nimmst du Airfield mit, wenn du schon mal da bist. Dann nimmst du vielleicht noch Kuppel mit, da ja nicht so viele auf dem Server sind. Ob es alles geklappt hätte, ist eine andere Sache. Ja, dann kam der Airdrop dazwischen, dann kam der Spieler dazwischen, wer immer es war. Und dann kam jetzt das Cargo-Schiff hier angeschippert. Ich weiß auch nicht, ob es schon auf der letzten Runde ist, ob es gleich weg ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß natürlich auch nicht, ob einer drauf ist. Ich meine, bei 5 Spielern nur auf dem Server denkt sich vielleicht der eine oder andere, jo, kann ich jetzt auch mal drauf gehen? Weiß halt auch nicht. Wir probieren es einfach. Wir fahren hin. Ich hoffe, ich hole es ein. Was mit hier noch ein bisschen dauern wird. Sehe ich ja noch niemals. War extra eng hier an der Dingens lang. Und das Schiff fährt ja weiter draußen. Sollte ich ein bisschen aufholen können. Ja, ist halt die letzte Chance jetzt, bevor heute Nachmittag, beziehungsweise heute Abend, 17, 18 Uhr rum, die Waffen eingeschaltet werden. Gut, ich habe Doppelläufige und Thompson. Ich kann 5 Thompson craften. Ist jetzt nicht so schlecht, ne? Aber ist jetzt auch nicht so OP. Weil da brauchst du halt immer die SMG-Teile für. Alter. Da wäre natürlich irgendwie ein Python oder halbautomatische Pistole oder Gewehr schöner. Aber das mit den Wellen haben sie aber schon geil gemacht, oder? Da sollten sich andere Spiele echt mal eine Scheibe von abschneiden, was Wasser betrifft. Ich fühle mich hier gerade richtig scheiße. Kann ich so stark lenken, ey. Gut, die Scientists stehen auf jeden Fall noch oben. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich meine, ich lasse eh stehen. Das Problem wird sein, halt drauf zu kommen. Du hast ja meistens im Gang zwei Scientists. Wie gesagt, mein Plan wäre eigentlich hier vorne die Leiter hoch und versuchen durchzurushen. Oder halt nur einen da in den Gang killen. Und dass wir unten reinkommen, da müssen wir natürlich dann die beiden gekillt kriegen. Aber wie gesagt, mir reicht dann die eine Elite-Kiste, die da unten ist. Ein bisschen gut sind zwei da, aber sind ja immer noch ein paar Waffenkisten oder was. Wäre schon okay. Boah, das ist jetzt aber haarig mit den Wellen. Da wissen die Leute natürlich, dass einer auf dem Schiff ist oder ans Schiff ranfährt. Alter, das ist gar nicht mehr so. Ach, du warst doch schon dran, was machst du denn jetzt, Junge? Alter. Alter, was ist dein fucking Problem?
uns gerade durch. Ist so weit weg, er wird uns hoffentlich nicht auf uns schießen. Alter, genau, du triffst mich natürlich wieder direkt aus dem Winkel. Guckt euch an, was die an Schaden wieder rausballern, ey. Unglaublich, ey. Warum nimmst du den scheiß Fall nie auf? Ja, komm, heilvoll, Alter. Alter, schieße ich jedes Mal hier vor die unsichtbare Wand oder was? Keine Chance, ich treffe nicht. Guck mal hier, jetzt geht doch niemand mehr da hoch, ey. Mein Gott, das kann doch nicht sein, Alter. Was ist denn los? Alto Knalto, ey. Komm, ich schnauze voll, Alter. Sehe halt nichts ohne Licht, ey. Oh, komm, ey. Ich könnte kotzen gerade, ey. Was ist denn scheiß Crossbow? Ich treffe den Crossbow nichts. Frag mich nicht warum, Leute. Fragt mich nicht. Bogen, alles kein Problem. Ich treff ihn nicht, Alter! Junge, Junge, ey, das ist der erste, Alter. Und ich hab schon nichts mehr. Ich hab ihn nicht einmal getroffen. Da wieder nicht. Gucken, wo die Pfeile hingehen. Normalerweise kann ich so schießen, dann fliegen sie um die Ecke. Hä? Lächerlich. Ja, hitte ich ihn jetzt oder hitte ich ihn nicht? Das hört sich auf jeden Fall so an. Oder ich hätte irgendwas anderes. War mir nicht. So lächerlich. Oh, ich konnte den Pfeil aufnehmen. Hätte ich gar nichts mehr. Habt ihr gesehen, wie die fliegen? Da
ganz hinten. Vergiss es, Alter. Ich rasch einfach runter. Der wird mich so oder so killen. Durch irgendwie die Pfeile fliegen, Alter. Das macht ja gar keinen Sinn. Lade mich jetzt nochmal voll, dann rasch ich runter. Also hier so den so wegzumachen macht keinen Sinn. Siehst du ja, wie die Pfeile fliegen. Schief gleich schon wieder weg. Hier ist auch schon Licht an. Ist das schon Alarm oder was? Ich glaube auch nicht, dass ich ihn unten gelegt kriege. Weil die halten ja eine Menge aus. Aber wir versuchen es. Ich habe die ganze Zeit voll das Ding geschossen, wahrscheinlich. Macht genau so eine Geräusche. Down oder was? Schade, keine Elite-Crate hier. Ne, der ist noch am Leben. Hier ist so eine Dingens auf jeden Fall. Schießt vors Geländer deswegen. Siehst du das Geländer schießen oder was? Brennt's über mir, Alter. Wo? Der war wieder da hinten in der Ecke. Sehen halt nicht ohne Licht. Super nervig. Auf der anderen Seite ist er auch da. Guck mal, wo das Feuer hingeht. Klar, dass du nichts triffst.
Hammer. Da war eine gute Pose jetzt eigentlich. Naja, bis jetzt ist es nicht gelohnt. Also die SMG bringt uns gar nichts. Okay, Kamikaze Aktion 2. Beiden, Alter, oder halbautomatisches Gewehr, dann bin ich doch schon weg hier. Hier ist einer. Das ist noch eine Elite-Kiste. Dann so ein Schrott, ey. Problem ist eine Spritze, ein First Aid Kit, um rauszukommen. Also loot-technisch war es bis jetzt hier. Gar nichts. Alter, habt ihr gesehen, wo der Pfeil hingeht? Ich muss auf dich zielen. Ach du Ahnse, komm mal Leute, ernsthaft. Ziel auf Licht. Guck mal, du kannst gar nicht durchs Geländer durchschießen. Lächerlich. Brauchst du gar nicht versuchen. Quer zu schießen. Ich muss, wenn dann, in Fahrtrichtung schießen. Krass. Also quer brauche ich die gar nicht bekämpfen. Wenn, dann muss ich hoch und in Fahrtrichtung bekämpfen. Hätte ich mal in Maiko sein Video aufgepasst. Naja, Junge, ist gut. Gönn dir. Naja, ist mir eigentlich auch wurscht.
Warten jetzt hier auf die 11 Minuten. Wenn der Chief so lange da ist. Naja, Leute, ich werde erstmal hier einen Cut machen und erstmal frühstücken. Wir sind eh bei 35 Minuten. Wisst ihr was? Mach einen kleinen Cliffhanger. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, alles andere in die Kommentare. Und ja, entweder hört ihr in der nächsten Folge, dass ich tot bin, oder dass wir die Create noch aufmachen. Wir werden sehen. In diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Ciao.